Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 23 Hockey Ultimate Team. Jawohl, zum ersten Squad Battles Game, mal zum Testen heute. Paar von euch werden schon vermutet haben, ich musste es tatsächlich, ich habe 18 Uhr nicht schaffen können und ich hatte vorhin keine Stimme mehr nach Folge 7. Deswegen musste ich jetzt ein bisschen Pause machen, Salbei-Tee trinken. Und jetzt habe ich auch wieder Stimme. Ich kann euch aber gleich sagen, dass dieses Kommentieren diesmal relativ ruhiger sein wird als sonst. Ich lasse das Spielgeschehen mal ein bisschen auf mich wirken. Weil sonst haben wir die Stimme gleich wieder irgendwo im Nirvana und das macht ja auch keinen Sinn. Morgen kümmern wir uns um Hood Rush 5 vs. 5. Heute Squad Battles. Es gibt noch kein vorgestelltes Team. Das vorgestellte Team ist wie immer dann am Sonntag dran. Wir spielen gegen EHC Berlin. Habe ich beschlossen. Superstars 77 gesamt. Das ist jetzt keine Wunder-Elf. Aber ich glaube, zum Testen ist es gar nicht so schlecht. Ich sehe gerade Mana Barkov. Netten X-Faktor-Karten zum Anfang. Da haben wir eigentlich mit Theodore den Kürzeren gezogen. Und Byron. Keine Mädels in der Mannschaft. Doch. Marie-Philippe Poulin. Im Tor auch jemand? Nee. Nee. Okay. Dann. Superstar. 4 Minuten. Und let's go. Wie gesagt, Mannschaft voll aufgestellt. Alle Trikotnummern, alles angepasst. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht gefunden haben, war Logo und Arena, aber das können wir jetzt gleich nochmal schauen. Das war unnatürlich. Sind die Server down? Ich weiß von nichts. Knights-Logos. Sharks-Arena. Aber keine Kings-Arena. Sind die Ding down? Die Server? Ich weiß von nichts. Jetzt müssen wir das Spiel komplett neu starten. Okay. So, Versuch Nummer 2. EHC Berlin. Superstar, 4 Minuten. Let's go. Wenn es wieder nicht klappt, sind definitiv die Server down. Das ist okay. Muss ich feststellen, wenn wir das erste Spiel auswärts machen, solange wir keine Heimarena haben, ist das vollkommen in Ordnung. Also spielen wir den Colorado Avalanches. Let's go. Carpenta schaltet gleich mit tief raus. Wir haben übrigens, ich habe bisher noch kein Spiel gemacht auf dieser Schwierigkeitsstufe. Also es ist mein erstes, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie das jetzt gleich wird. Seager setzt sich da gut durch. Carpenta. Carpenta kriegt den Check-Mana. Cogliano. Flurry. Megan Keller. Die US-Amerikanerin mit dem C auf der Brust. Lässt sich übrigens super steuern. Also das ist wirklich eine absolute Spielerempfehlung von mir. Wenn ihr noch nicht wisst, wen ihr da haben wollt in der Verteidigung. Jemanden, die mit links schießen kann. Megan Keller. Ist jemand, mit der ihr gehen könnt. Hillary Knight kommt nicht hin. Das ist Cogliano. Raus auf Mana. Mana legt ab für Lyles. Oh. Ordentlicher Schuss am Tor vorbei. Flurry, gut gemacht. Megan Keller. Und das ist der Debian. Debian, die Teuterin. Muss sagen, hier die Ausrüstung passt einfach super mit den schwarzen Schonern. Panarin. Seagrass. Mit dem Nachschuss.
Trifft aber nicht. Seegers. Kann die Scheibe halten. Trevor Seegers. Panarin. Das ist genau unsere Taktik eben hinterm Tor rum. Steven Stamkos. Legt doch mal Panarin. Ja, können uns da hinten jetzt gerade nicht so ganz rausspielen. Jetzt da. Klingberg. Keller. Oh. Dann hält er die Kelle rein. Das war Trevor Seegers. Und das ist John Klingberg. John Klingberg. Panarin lässt nicht locker gegen Puller. Cogliano. Das ist immer noch die erste Reihe draußen bei uns hinten. Aber auch. Oh, jetzt der Fehler von Klingberg. Das macht aber nichts. Hinten ist noch jemand da. Robertson jetzt wieder 19 draußen. Nicht vergessen, Robertson die 19, Taves die 16. Barkov, Debia. 53 ist Bo Horvath und das ist Jason Robertson. Jason Robertson. Gute Chance. Das ist Josh Mason. Ehemaliger Ducks-Verteidiger. Jetzt Stanley Cup Champion mit den Colorado Avalanche. Bo Horvath. 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 Oh, Braden Point am zweiten Pfosten. Stand er komplett frei. Robertson. Point. Robertson. Weber. Oder Weber. Hardin. Bleibt mit 0-0. Dann sieht das Taves mit der 16. Sarah Filier auf dem Eis und Howie Morenz. Hinten Renata Fast und Jair Theodore. Das ist Renata Fast. Guter Schuss von der Kanadierin Sarah Filier. Und die hat es schon öfters bewiesen, dass sie es kann. Sarah Filier ist die erste Torschützin des Jahres. Schöne Bude von Sarah Filier. Renata Fast mit dem Assist. Und Renata Fast hätte ich fast nicht aufgestellt. Und bei Filier habe ich auch lange überlegt, ob ich sie rausnehme und dachte mir am Ende, nee. Gib ihnen beiden eine Chance. Und hier kriegen wir es zurück. 1-0. Sarah Filier. Vorbereitet durch unsere 14. Renata Fast. Das ist Taves auf Howie Morenz. Taves. Jonathan Taves. 2-0. Geht ja gleich mal richtig gut los. Wie gesagt, es ist gut, mal so ein Gefühl zu kriegen, wie es ist, gegen eine stärkere Mannschaft zu spielen. Und was heißt eine stärkere Mannschaft? Das ist ja nicht wirklich jetzt eine starke Mannschaft, so wie wir jetzt haben. Aber es ist einfach mal gut, mal, wie soll ich sagen, ein bisschen Spielgefühl zu sammeln. Bevor wirklich der erste große Gegner auf dem, vor der Tür steht. Ich hätte, wie gesagt, diese Trainingscamp-Challenges-Herausforderung gespielt. Wenn die Belohnung halt was anderes gewesen wäre als Sammelobjekte. Und ich muss einfach sagen, ein Premium-Pack am Ende als Belohnung. Sorry, da hatten wir letztes Jahr mit den Trials bessere Sachen. Hatten wir wenigstens schon mal Eventspieler vorne weg. Dieses Jahr gibt es die eben nicht. Das fand ich schon ein bisschen schade. Renata Fast. Bo Horvath. Bo Horvath. Breaking Point. Scheibe. Geht rüber. So, sie geht raus. Megan Keller. Kommt nicht mehr hin. 2-0 nach 20 Minuten. Guter Auftakt unserer Mannschaft. Sarah Filier mit dem ersten Tor dieses Jahr. Richtig schöne Bude. Kriegt er den Check, der eigentlich echt spät kommt. Dafür jagt sie das Ding halt genau oben in den Winkel rein. Absolutes Traumtor. Muss man jetzt einfach mal so sagen.
auch das erste Thumbnail. Da haben wir beide ersten Torschützen drauf, das ist super. Megan Keller. Wie gesagt, die wird dann wahrscheinlich ab Freitag auf 88 hochgehen. Ist auch gar nicht so schlecht, wenn sie das macht. Hillary Knight probiert es aus der Luft. Meine Stimme verabschiedet sich schon zum ersten Mal. Trevor Segers. Schön abgelegt vorm Tor. Hillary Knight kann es aber nicht ganz nutzen. Hillary Knight und Cale Flurry. Megan Keller. Ja, schade, Cogliano kommt dazwischen mit dem Tempo. Dann wäre das ein toller Pass gewesen. Poulin. Delbia hält ihren Kasten sauber. Klingberg. Sigurs. Zwei neuen Teamkollegen. Manson, der Ex-Teamkollege. Wenn sich Leute fragen, warum hat eigentlich Hillary Knight die 23? Hillary Knight hat im College die 23. Oh, guter Check. Hillary Knight dazwischen. Schön außenrum. Hillary Knight. Stamkos Scheibe tief zu Randhand. Da kommt sie aber nicht in Randhand. Kommt auch mit einem Check um die Ecke. Wade Redden. Hillary Knight. Er hat Platz. Hillary Knight in die Mitte, Stamkos. Stamkos 3-0. Kommt noch nicht so viel Gegenwehr vom Gegner. Panarin, Traumtor. Schön rübergelegt. Panarin, da ist alles offen, wirklich. Vollstreckt, 4-0. Schön gemacht. Toller Pass von Stamkos. Und der X-Faktor von Panarin schlägt zu. Es ist schön, mal ein bisschen, wie gesagt, ein Gefühl zu bekommen für das Spiel, wie es sich anfühlt. Clark, 1-4. Debia muss einen aus dem alten Kasten fischen. Das ist noch die Sache, wo wir rausschauen müssen, ob sie vielleicht zu klein ist fürs Tor. Wie gesagt, Thatcher Demko wäre der Ersatz. Miri Räisänen ist ja eher nur so da, um die Synergie zu vervollständigen. Schön gemacht von Robertson. Robertson, Point. Und Bo Horvat. Fido. Robertson kommt nicht hin. Clark, der Torschütze von gerade. Gugliano dazwischen. Gugliano ist schon Theodore dazwischen. Point. Moins kommt nicht in die Scheibe hin, Taves. Sarah Filly gegen Sam Girard.
Andrew Cogliano. Auch ehemals ein Ducks-Spieler. Schade, Taves wollte da rüber spielen auf Filier. Filier hätte da tatsächlich die erste Doppeltorschütze werden können. Dieses Jahr. Sie sind relativ widerständig. sie sind sehr schwer zu checken. Was heißt schwer zu checken? Wie heißt denn das Wort? Widerstandsfähig. Widerstandsfähig sind die. Das muss ich meinen Mädels bisher echt lassen. Also gut, Carpenter, Knight jetzt zweimal von ziemlich gestreckt. Aber ansonsten eigentlich ganz solide. Panarin erhöht auf 4-0 zwischenzeitlich. Dann das 4-1. Und davor noch das 3-0 von Steven Stamkos. Aber es läuft bisher. Alex Carpenter. Alex Carpenter, Seagrass hilft. Seagrass, Keller. Sehr gut, dürfen wir Keller nicht vergessen. Die hat zwar nur 70 Kraft, aber die Präzision ist halt deutlich höher. Frech. Alex Carpenter zusammen mit Trevor Seagrass. Seagrass Pfosten. Das kann ja nicht wahr sein. Trevor Seagrass haut das Ding am Pfosten. Keller geblockt. Beziehungsweise schön pariert. Scheibe landet nicht im Tor. Logan Keller gut verteidigt. Kriegt ihn zwar zwischen den Beinen durch. Kommt dann aber nicht mehr hin. Der Fehler lag aber nicht bei Megan Keller. 2-4. Mitch Marner mit dem Anschlusstreffer. Oder ist Anschlusstreffer so nicht ganz? Nämlich ist eher Aufholtreffer. Wieder können wir die Scheibe nicht kontrollieren. Nicht halten. Jetzt hinten raus. Jawohl, Stamkos, schön gemacht. Stamkos mit Rantanen zusammen. Stamkos, Rantanen. 5-2. Schön gekontert. Stamkos dem Check ausgewichen. Cale Flurry kriegt einen Assist hinten. Der Mann mit der 38. Wie gesagt, das sind die Querpässe, die müssen reingehen. Da dürfen wir auch gar nicht zum Diskutieren anfangen, ob die reingehen können, sondern die müssen reingehen, wenn da so eine Lücke ist. Ah, ich muss Rückwärtslauf noch deaktivieren. Fällt mir nicht gerade auf, dass wir da schon ein bisschen langsamer sind. Keller. Macht es gut. Keller, gut gemacht. Irgendjemand von hinten klärt die Scheibe dann wieder nicht richtig weg. Keller ist der Einzige, der hinten aufräumt. Flurry passt überhaupt nicht da hinten auf. Das ist schon das dritte Tor, wo Keller die Einzige ist, die hinten was macht. Hier, wir checken den Spieler. Weiß Gott, wieso er mal wieder an der Scheibe bleibt. Vor allem hier, schau mal, wo die Scheibe ist. Ja. So, und jetzt erklärst du mir mal, wie diese Scheibe bitte dahinter kommt. Er zieht sie nämlich mit dem Schläger nicht hinter. Das ist wieder magisch. So, sowas, das finde ich ärgerlich, weil das sind so Sachen, die hätte man nach einem Jahr patchen können. Viele Sachen, die dabei sind, neue Sachen sind gut,
da sage ich nichts dagegen. Aber wenn ich jetzt halt so Kleinigkeiten wieder sehe, das sind halt Sachen, die hätte man echt machen können. Aber anscheinend sind die halt nicht ganz so wichtig auf der EA-Liste. Schau, man kann diese Scheibe von Rantanen halten, kriegt dann den vollen Check. Ich weiß gar nicht, wer den Check austeilt. Rantanen 6-3 macht den Fehler von vorhin wieder gut. Drei Tore Führung wiederhergestellt. Der Finne mit seinem ersten Tor. Zweiten Tor. Rantanen hat schon zwei Tore. Rantanen ist der erste Doppeltorschütze. Wollte gerade sagen, Rantanen hat das fünfte vorhin auch schon gemacht. Aber warte. Fast klärt das gut eigentlich. Point. Den hat er fast. Die ist ein bisschen schneller unterwegs. Ja, Scheibe kriegt sie aber nicht rüber zu Horvath, weil Horvath sich der Scheibe nicht entgegenbewegt. Cher Theodore. Sieht das Spiel auf raus auf Hillary Knight. Knight zu nah dran. Weiß nicht, warum sie wirklich außen bleibt. Sondern mit Richtung Mitte zieht. Ah, oh, Seagrass kriegt die Scheibe nicht durch. Zu Hillary Knight. Fuller gegen Seagrass. DBA. Ordentlicher Pfiff jetzt. DBA mit dem schönen Save. Zu 7 Checks, 10 Checks meinerseits, das ist viel. Das ist Megan Keller. Wir haben kurz geschaut, wo Hillary Knight gerade stand. Alex Carpenter. Das ist wirklich ziemlich zu. Carpenter, jetzt da. Schön rausgespielt. Hillary Knight. Seagrass, Scheibe kommt nicht rüber. Carpenter hält die Scheibe. Alex Carpenter. Hillary Knight. Hillary Knight. Und jetzt warf auch sie zum ersten Mal. Hillary Knight. Die 23 trifft. 7-3. Also der Wraparound ums Tor funktioniert immer noch, müssen wir uns merken. Oh, DBA, schöner Save. Hat übrigens 91 Handschuhe hoch. Erster Scheibenverlust von Keller, der jetzt nicht so prima war. Aber Seagrass arbeitet ihn sofort wieder auf. So dass es überhaupt nicht schwierig war. Keller sag ich schon. Hillary Knight. Flurry gegen Novak. Keller auf Seagrass. Seagrass. Tor. Carpenter. Seagrass mit dem Assist. 8 Tore. 7 verschiedene Torschützen. Aber schön hier. Carpenter findet die Scheibe. Buxiert sie dann ins Netz. Genau das, was wir von unseren Spielern erwarten. Muss man davor jetzt wieder sagen, schöner Pass hinten von Megan Keller. Die Seagrass da schön auf der Seite sieht. Sarah Fillier. Oh, schön abgeschüttelt. Boom Byron, den wieder abschüttelt. Harry Morin, ja, das sind so Sachen, die müssen wir beobachten, weil das kann er sich nicht so oft erlauben. So! 8-3. Wir haben es doch noch erfüllt. Die ist doch deutlich größer in dem Bild als 1,75.
Die war gerade fast genauso groß wie Jonathan Taves. Wie groß ist Jonathan Taves? Ah, kann man ihn nicht aufrufen? Dann lasst uns mal kurz hinter in die Mannschaft schauen. Wie groß ist Jonathan Taves? Ich habe mir vorhin schon mal gedacht, dass sie die Größen von den Mädels angepasst haben. 1,88. 1,65, das ist eine 1,70 ungefähr. Also die Größen haben sie angepasst auf jeden Fall. Aber ja, ich bin, wie gesagt, bisher begeistert. Mir gefällt es gut. Ich finde es eine nette Option. Auch für die weiblichen Mitspieler sagen zu können, hey, pass auf, wir haben hier mal ein paar Mädels im Game drin, macht doch mal was mit denen. Und ich muss sagen, bisher, also sie spielen sich echt gut, spielen sich wie ganz normale Spieler. Ja, ich würde sagen, war ein erfolgreicher Auftakt heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Morgen, wie gesagt, Hood Rush, 2 Folgen. Donnerstag und Freitag machen wir auch nochmal Hood Rush. Und dann gibt es am Sonntag, Samstag Pack Opening, Spotlight Event, Sonntag. Solo Squad Battles heißt hier ja. Und Montag bis Freitag geht's dann los mit Hood Rivals. Mit den Qualifizierungsspielen. Genau, bis dahin. Ciao, ciao, bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüssikowski.